Herzlich willkommen zur vierten Folge vom Baugeflüster. Heute sind wir in der Nähe von Winterthur und gehen uns einmal ein Mock-up von einer Sumpflandschaft anschauen. Und was das genau ist, gehen wir jetzt gerade schauen. Ein Mock-up ist ein Versuchsaufbau. Und hier haben wir einen Versuchsaufbau für unsere Sumpflandschaft, die wir planen. Es ist ja so, dass in Brasilien im richtigen Pantanal sehr starke Wasserpegelschwankungen stattfinden, durch Regenzeiten und Trockenzeiten. Das Gleiche probieren wir in Zürich, in der Pantanal-Voliere, nachzubilden. Und das ist sehr, sehr schwierig und ist eine unheimlich komplexe Planung, vor allem, weil das noch niemand in so einem Ausmaß gemacht hat mit Tierbesatz. Und was hier alles so ein bisschen schwierig und kompliziert ist und was wir hier anschauen, erkläre ich euch gerade. Die Becken hier sind gebaut worden, dass man sie auch aufstauen und wieder ablassen, so wie wir das planen nachher dann in der Voliere. Und hier haben wir jetzt seit 2021 verschiedene Sachen ausprobiert. Das geht vom Substrataufbau her. Zum Beispiel, wenn ich einen Schwimmteich bauen würde, weiss man, was man für Substrat braucht. Aber hier haben wir Tier drauf, hier laufen 200 Kilo Tapir drüber. Darum muss das alles etwas anders gestaltet sein. Wir haben zum Beispiel die Sorge, dass gewisse Pflanzenarten nicht richtig in diesem Substrat heben. Und darum haben wir auch viele Pflanzenarten ausprobiert und haben herausgefunden, welche das besser funktionieren, welche das resilienter sind. Dann ist zum Beispiel auch eine Frage, welche Pflanzenarten können welche Einstauhöhen für wie lange vertragen. Und da sehen wir jetzt gerade links von mir zum Beispiel, dass die Pflanzenart hier im tieferen Wasser eher ein bisschen Mühe hat im Vergleich zum oberen Teil. Und das gibt uns sehr viel Auskunft darüber, welche Arten dass wir wo pflanzen können. Natürlich werden hier noch ganz viele andere Sachen angeschaut. Und wir haben jetzt durch die Jahre schon ein paar Erkenntnisse gezogen, was die Pflanzenzusammensetzung anbelangt, was die Pflanzenhöhen anbelangt, was dominant ist, was sich wird zu fest durchsetzen wird. Und darum sind wir sehr dankbar, dass wir das Mock-up machen können oder sind weiterhin am Erkenntnis sammeln, weil natürlich, dann, wenn man das auf die Pantanal-Volieren überträgt, mit über 1.500 Quadratmeter von der Fläche, die wir hier sehen, ist es gut zu wissen, dass wir es richtig machen. Wie ihr seht, spielt hier sehr viel drin. Wir müssen sehr viel herausfinden und ausprobieren und ist sehr ambitioniert, was wir vorhaben. Aber wir nehmen euch natürlich auf den weiteren Schritt und dann vor allem, wenn es ums Einbauen von dem geht, weiterhin mit. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder zuschaut, wenn es heisst Baugeflüster.